Ja, herzlich willkommen, Jakob Aschuni, bei unserem Touchstand. Jakob hat gerade, wir duzen uns, haben wir beschlossen, weil wir uns einfach schon lange kennen, kein Kasperle-Theater machen hier, hat gerade diesen wunderbaren kleinen Roman Sherryman jagt Mr. White bei die Ogness Verlag Zürich verlegt. Er wird nachher den vom Anfang, glaube ich, zwei längere Stellen vorlesen. Ich würde Jakob ganz gerne am Anfang aber fragen, er lebt in Berlin und seit Jahren, jetzt schon, glaube ich, fast Jahrzehnte in Südfrankreich. Mich würde interessieren, wie die Situation oder wie die Diskussion in Frankreich im Moment ist. Es ist ja keine leichte Messe, es passiert sehr viel in der Welt. Mir ist ein Sarkozy-Zitat noch in den Ohren. Ich glaube, er sagt, französische Atommeiler würden einen Flugzeugabsturz überleben. Also da fragt man sich natürlich, Jakob, in was für einem Land lebst du? Die Frage ist, ob er es überleben wird. Du musst näher ins Mikro. Hallo? Oh ja. Ja, die Franzosen, das ist ja bekannt. Ich kann das aber nicht so nah ranlassen. So? Wer war denn mein Vorredner, um dann zu wissen, wer da so noch so reingespuckt hat? Also, sehr intim jetzt mit dem Mikrofon. Eine sehr sympathische Dame. Ja? In Frankreich, ich weiß nicht, ich glaube, dass die Franzosen, ich kann das auch so ganz aktuell nicht beurteilen, weil ich bin seit 6 Wochen unterwegs und tatsächlich sind in den letzten 6 Wochen eine Menge passiert. Was denn? Jetzt so? Also gut, wir steigen nochmal. Kannst du das mal lauter einstellen? Ich darf sie nicht zu laut machen, weil der gegenüber uns stand ist. Achso. Ja, aber wir müssen es schon, dass wir uns selber ich hier verstehen. Ich kann aber so kaum lesen, weil also wird das dann schwierig. Nein, dass die sehr, sehr technologiegläubig sind, die Franzosen, und da ja auch sehr erfindungsreich, also die Flugzeuge, wie hieß es nochmal, so, also glaube ich gläubiger als die Deutschen. Aber dem Sarkozy, ich glaube, da blickt sowieso keiner durch, wie der heute redet und wie er morgen reden wird. Gut. Ich finde das andere Zitat viel lustiger von dem Gaddafi, so ein anderes Thema, aber auch Sarkozy, der gesagt hat, das sei ein Clown und den hätten sie beim letzten Wahlkampf unterstützt. Wer ist ein Clown? Der Sarkozy, sagt der Gaddafi. Der Gaddafi. Und das kann man jetzt in näheren Zusammenhang der Intervention sehen. Wir haben ja zwei so ein bisschen umgedrehte Positionen. Zwei konservative Regierungen in Europa in zwei sehr wichtigen Ländern. In Frankreich hält die Regierung an der Atomkraft unbeirrt fest, an dieser Technologie. In Deutschland ist die konservative Regierung jetzt umgeschwenkt, versucht einen kritischeren Diskurs zu betreiben, weil die Bevölkerung ja auch woanders steht, vor dem Eindruck der japanischen Reaktorkatastrophe. Auf der anderen Seite war Frankreich, und das muss man sagen, ist ja ein bisschen näher an Nordafrika dran, im Mittelmeerraum, jetzt eine treibende Kraft, die sagt, man kann die Aufständischen in Libyen nicht einfach abschlachten lassen. Eine treibende Kraft in den diplomatischen Konferenzen, die jetzt stattfanden, die ja Gott sei Dank in meinen Augen im letzten Moment anscheinend verhindern, dass die Leute in Libyen von Gaddafis Truppen einfach hingemetzelt werden können. Was ist so der Unterschied, wenn man das jetzt mit der deutschen Mentalität, Merkel, wir müssen abwarten, keinen Fehler machen, Sarkozy einerseits ambivalente Person, aber in so einer Geschichte sind die Franzosen oder die Engländer im Grunde die alten Kolonialmächte aktiver und vielleicht auch weitsichtiger. Kann man das sagen? Keine Ahnung. Ich glaube, deshalb habe ich das eben mit dem Sohn vom Gaddafi gesagt. Ich glaube, das läuft dann sehr persönlich ab. Der Gaddafi war erst vor kurzem in Paris und hat da sein Zelt aufgebaut mitten in der Stadt. Also das ist so, und das war da schon klar, dass das ein großer Verbrecher ist. Was da im Moment passiert, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun in Deutschland, dass der Westerwelle, FDP, die haben doch immer mit dem Gaddafi rumgekommen. Das sind sehr private, ich habe das Gefühl, da laufen viele private Geschichten im Hintergrund, von denen wir nicht so viel mitkriegen. Natürlich ist es grundsätzlich völlig richtig, den zu stoppen. Ich glaube nur, das funktioniert gerade gar nicht, weil die stoppen den viel zu spät. Der hat schon alles geschafft, was er wollte, nämlich die wegzubomben und auch die Franzosen oder Engländer werden da nicht mit Bodentruppen reingehen. Ich glaube, der hat alles erledigt, der Gaddafi. Ich für so sinnlos halte ich es nicht. Benghazi ist eine wichtige Stadt. Ich halte es nicht für sinnlos, aber ich glaube, man weiß ganz genau, warum der Premierminister oder wer das war gesagt hat, Waffenstillstand, weil damit hatten sie noch mal einen Tag.
viel mehr, habe ich nicht das Gefühl, dass sie noch mehr brauchen. Gut. Also mehr Luftraum und dann gehen sie halt unten rein. Ja, man wird es sehen, wie die Geschichte weitergeht. Wir wollten das zumindest ansprechen. Du hast jetzt den Guido Westerwelle selber thematisiert. Ich hatte mir ein Zitat hier aufgeschrieben. Unsere kulturelle Tradition ist die christlich-jüdische Kultur. Hat es der Bundespräsident gesagt oder wem würdest du? Ich glaube, das haben in den letzten paar Wochen alle mal gesagt, oder? Es hat Guido Westerwelle gesagt, der am Anfang das Sarrazin-Buch, ist immer dieses Vorher-Danach, was wir bei der Atomkraft heute erleben. Also ist immer interessant, ein paar Wochen zurückzugucken. Als das Buch erschienen hat, Guido Westerwelle gesagt, das ist Rassismus, das braucht er nicht, Sarrazins Buch. Und ein paar Wochen später, als es sehr erfolgreich war, hat er eine Kehrtwende da genommen. Ja. Ich spreche das an, weil Jakob Aschuni ist einer der Schriftsteller in Deutschland, der schon in sehr jungen Jahren sich mit der Thematik, die uns jetzt mehr mit Islamkonferenzen und Integrationskursen ereilt, immer wieder beschäftigt hat. Er hat in den 80er Jahren den Privatdetektiv Kemal Kayhan Kaya erfunden, der in Frankfurt recherchiert hat. Das Erstaunliche war, es ist heute wie aus einer anderen Zeit, obwohl es vieles vorwegnimmt. Er hatte eine Person erfunden, die jetzt keinen religiösen Hintergrund haben musste, die praktisch nicht auf dem fliegenden Teppich eingeritten kam, sondern ganz klar, sagen wir so, ein bisschen popkulturelle Codes eher hat oder klassische Musik hört und keinen türkischen Multikulti-Pop. Damit ist er berühmt geworden. Jetzt ist das neue Buch vorliegend. Cherryman jagt Mr. White. Ich sag doch vielleicht ein paar Sätze, bevor du liest. Es spielt am Rande Berlins. Es ist im Grunde auf eine andere Art und Weise die alte Thematik, wie ich finde, bei dir. Also wieder neu bearbeitet, immer neu. Also es ist ein Ost-West-Roman in dem Fall. Es ist also das, die neuen Bundesländer und Berlin. Ich würde dich gern fragen, eigentlich bist du, wie siehst du dich selber? Du lebst in Frankreich, du lebst in Berlin. Ich habe immer das Gefühl, du bist ein westdeutscher Schriftsteller. Kann man das so sagen oder wäre das heute eine unangebrachte Rubrizierung? Keine Ahnung, das ist immer schwierig. Also so von Haus aus bin ich natürlich ein Westdeutscher. Also ich bin in Frankfurt geboren. Also spielt es noch eine Rolle? Also es spielt heute auch noch eine Rolle, oder? Das weiß ich nicht. Ich meine, bei dem Buch, es passiert ja beim Schreiben wirklich sehr viel, also jedenfalls bei mir im Unterbewusstsein, also warum man die Figur sich aussucht oder warum ich mich in die Figur verknallt habe und meinte, mit der was schreiben zu wollen zu müssen und nicht eine andere, das weiß ich alles nicht. Aber während ich das Buch geschrieben habe, habe ich schon auf einmal gemerkt, na klar, zum Beispiel meine Mutter, die kommt genau daher, aus Belzig. Und ich war da als Kind auch oft bei der Oma, leider, aber das war nicht wegen Brandenburg, sondern es war wegen der Oma. Und das war sehr anstrengend, aber dadurch kenne ich, ich bin dann auch in Westdeutschland im Dorf zum Teil aufgewachsen. Und diese Dorfmechanismen, die sind überall gleich, also worum es ja auch in dem Buch geht, Ausgrenzung, Eingrenzung und diese Reflexe, wenn einer weggehen will, dass man den nicht weggehen lassen will, weil er vielleicht was erreichen könnte, was man sich selber nicht traut, zu versuchen zu erreichen. So, das kenne ich und sonst, jetzt gehen wir zurück oder ich gehe zurück und meine Frau und Kinder kommen mit nach Berlin und dann, so jetzt nochmal wegen Westdeutschland, dann war es schon klar, dass wir nach West-Berlin gehen. Also einfach, weil wir lange rumzigeunert sind und jetzt mal irgendwo hin wollten, wo wenigstens einer zu Hause ist und dann in Berlin bin ich natürlich eher also da bin ich dann aufgewachsen, Kreuzberg, Schöneberg, Charlottenburg, die alten drei Bezirke. Wie gut Jakob Aschuni West-Berlin kennt, finde ich, kann man in dem neuen Roman auch erkennen und sehen. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, vielleicht liest du doch mal ein paar Stellen vor und wir können nachher uns noch ein bisschen weiter unterhalten, damit man ein bisschen einen Eindruck kriegt von deiner Geschichte. Damit es nicht zu lang wird, sind das jetzt zwei Stückchen, also ein Stückchen, ein bisschen größeres Stückchen, die nicht... Also dazwischen gibt es noch ein Kapitel, aber ich denke, bei so einer Lesung hier und auch mit dem Geräuschrahmen geht es ja eher um einen sinnlichen Eindruck, als jetzt genau zu kapieren, wie die Story hier läuft. Okay?
Ist das jetzt gut mit dem Mikrofon? Nein? Aha. Okay, so. Aber das ist dann wieder zu laut. Und dann höre ich mich, das ist so unangenehm. Okay, das ist jetzt der Anfang. Das ist ein Vorbrief, bevor der Bericht anfängt. Eigentlich ist es ein Bericht, das Buch. Lieber Dr. Layton, es war schön, Sie heute Morgen kennenzulernen, wenn man das bei dem Anlass so sagen kann. Ich hatte mir unter einem Kriminalpsychologen etwas anderes vorgestellt. Einen kalten, schlauen Typ, der mich für den Prozess möglichst weichklopfen soll. Ich fand Sie freundlich und höflich und Sie wussten nicht schon alles. Die meisten, denen ich seit meiner Verhaftung begegne, wissen immer alles. Was meine Probleme sind, wie ich am besten mit der Sache umgehe, wie ich mich fühle und so weiter. Es tat gut, von Ihnen wie ein Unbekannter behandelt zu werden. Morgen fange ich an, den Bericht für Sie zu schreiben. Sie haben gefragt, ob ich nachts schlafen kann, ob ich Panikattacken oder Selbstmordgedanken habe. Meine Antwort war ziemlich stotterig. Ja, nein, manchmal. Ich war aufgeregt und wollte nichts Ungenaues sagen.